Och, ey, wenn das jetzt ein bisschen höher wäre. Ach, Kinder, das ist ja schon wieder hier. Nein, ich bin. Ach, manchmal bin ich wirklich. Ach, manchmal bin ich aber wirklich unverbesserlich, oder? Also, das ist ja gut, dass wir hier noch einen zweiten Eimer drin haben. Ich weiß schon warum. Ach, ich bin ja manchmal so doof. Das kannst ja keinen erzählen, Freunde. Das kannst ja keinen erzählen. Ja, naja. Da hat er erstmal die Wasserquelle weggemacht. Ach ja. So, jetzt haben wir aber erstmal. Das wird eh nicht reichen. Also ich glaube, Orange brauchen wir noch ein bisschen. Da kommen wir jetzt gar nicht drum rum, um irgendwie dann nochmal Orange gleich herzustellen, weil ohne Orange kriegen wir die Flügel nicht hin. So, gut. Ach nee, Knöpfe haben wir vergessen. So, jetzt brauchen wir noch die Knöpfe. Knöpfe und einen Zaun brauche ich auch noch, fällt mir gerade ein. Holz gemischt, haben wir schon sowas. Irgendwie. Bauzeug. Hier, schön. Das nehmen wir mal mit. Ja, das können wir auch mal mitnehmen hier. So. Dann brauche ich, ja, irgendwie so eine, weiß ich nicht, hier Eisenbau. Ach, guck mal, so eine Schiene, die könnte man da bestimmt auch noch anbringen. Hier so Gitter, das ist bestimmt auch toll. Aber so ein Knopf, ich will so einen Knopf haben. Wie baue ich einen Hebel? Warte mal, Hebel war immer mit Stein, glaube ich, ne? Stein und. Das weiß ich gar nicht. Ist das hier der normale Stein oder ist das ein anderer Stein? Kann ich das so bauen hier? Brauche ich da Redstone? Nö, ne? Hebel, na, ist doch super. So, machen wir mal hier mal Hebel. Mal 4. So, man könnte auch da so Repeater und so ein Zeug, ne? Aber da fehlt jetzt wieder was. Da fehlt dann bestimmt so. Da fehlt für Repeater und alles, da Comparator, so diese ganzen Dinger. Da fehlt jetzt schon wieder Netherquarz, glaube ich. Da müsste man da erstmal wieder Quarz holen. Das ist ja alles immer nicht so einfach hier bei mir. Und dann bräuchte man noch so einen unsichtbaren Rahmen oder so. Oh, Freunde, jetzt habe ich voll die Ideen. Hier könnte man so eine Leiter ranbauen, genau. Und dann kommt He-Man immer so durch die Leiter dann hier so. Oh ja, das ist auch toll. So, dann fangen wir doch einfach mal an hier. So, dann kriegt der gute Windrider. Der braucht natürlich Steuerungselemente. Und aus dem Grund kriegt er jetzt erstmal hier einen Hebel hin und hier einen Hebel. Da kann er da nämlich schön rumhebeln. Also so vielleicht. Ja, so sieht er noch besser aus. Und hier unten kriegt er auch noch mal so ein Teil. Und dann ist das schon mal gut. So, dann hier oben. Also da kann, also eigentlich auch darf der das haben, dass der da auch mal sowas, zeig ich mal kurz. Ja, das geht durch, das können wir, glaube ich, durchgehen lassen, wenn wir das so machen. Ne? Also das hier kommt dann so eine Anzeige noch hin, die müssen wir noch bauen. So, und hier oben kommt jetzt Orange. Jetzt brauche ich mal kurz Orange. So, und dann machen wir jetzt mal hier so schön. Rund, ja, das siehst du, das ist jetzt natürlich das nächste, the next problem. Also ich könnte es so machen. Oh Gott, ist das grell. Ja, doch, so könnte ich es bauen. Na, hier setze ich mal jetzt ein so hin, so. Ja, das ist dann halt so ähnlich rund. So, dann geht der Kopf, den machen wir mal nach vorne gucken, den Kopf. Also so, hinten. Ist er so ein bisschen überstehend, also so tatsächlich. Und vorne ist es ein bisschen, eigentlich ist es gleich lang. Ja. Ach Mensch, das ist zu klein. Freunde, wir könnten den Windrider so geil bauen in einem Maßstab 1 zu 1, aber das ist einfach zu klein, die Fläche. Das wird ein Riesending. Das müsste so groß sein wie das ganze Gebäude. Deswegen, das ist so blöd hier ohne Rundungen zu bauen. Ah, schwierig. Guck mal, jetzt fehlt hier so eine Treppe zum Beispiel. Ja. Ich überlege gerade, ob wir es anders machen können, wenn wir jetzt hier das zum Beispiel wegnehmen. Dann kriegen wir so eine kleine Rundung hin. Also wenn wir das hier wegnehmen würden. Ja.
So, der muss ja da bleiben. So. Und jetzt müsste man hier eigentlich, ne? Das müsste ja viel breiter sein, gucke mal. Also das müsste ja mindestens hier oben nochmal. Das kann ja nicht breiter sein, da oben das Teil, als der ganze Windrider, also. Ja, müssen wir halt mit dem arbeiten, mit dem, was wir arbeiten können. So. Ne, und bumm. So, und das wäre jetzt halt, da mache ich jetzt hier die Schnauze hin, so, Punkt. So, zeig ich mal her. Naja. mit viel Fantasie könnte man es durchgehen lassen. Mit viel Fantasie. So. Und dann ist da noch ein Anker dran. Den Anker, den würde ich ganz gerne hier nach vorne setzen. Wo ist denn der Zaun? Den Anker machen wir hier nach vorne. Und zwar kommt der hier so rausgeplöppelt. Also das mache ich mal hier so hin. Geht der aus dem Orangenen? Nee, der geht auch aus dem Grün hervor. Und dann gucken wir mal, jetzt ist ja schon das nächste Problem. Jetzt kann ich gar keinen Anker hier setzen. Ich hätte jetzt gesagt, mache ich eine Kette hier ran und dann hier so. Obwohl das. Na, das sieht natürlich nicht aus wie Anker, ne? Das sieht aus wie ein Block, aber nicht wie ein Anker. Ich überlege gerade, wie kann man Anker bauen? Ja, man könnte jetzt hier sowas machen vielleicht. Ja, das ist halt Minecraft, ne? Du kannst halt nicht. Das ist halt anders als Lego. Bei Lego hast du halt viele kleine Steine, auch mit Rundungen und so, mit Flächen. Dann ist das halt alles ein bisschen einfacher. Ne? So ist halt sehr viel Fantasie halt. Ja. Naja, was nicht geht, geht halt nicht. So, jetzt können wir aber hier unten erstmal. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen. Jetzt müsste nämlich hier ein Block weiter rein. Ne? Zeig ich mal her. Wir müssen, ich nehme das mal kurz weg, weil das ist jetzt überflüssig. So, jetzt müssen wir nämlich gucken. Es geht jetzt nämlich ein Block weiter rein, um die Rundung hinzubekommen. Auch die wird natürlich ein bisschen kantig, das kann ich jetzt schon mal sagen. So, das heißt, wir gehen jetzt nämlich hier hin. Das wäre jetzt da. Dann wäre das da. Und dann wäre das da. So, dann haben wir hier vorne schon mal die Rundung. So, das nehme ich jetzt mal weg. Wir bauen die Turbinen eh noch anders. Von daher können wir das erstmal wegnehmen. Hilfsblöcke haben wir ja genug. Erstmal kein Problem. So. Der Windrider. So, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir da so eine Treppe noch dran machen oder so eine Leiter, sodass der gute Mann da auch einsteigen kann, der He-Man. Ne, ansonsten kommt der da gar nicht rein. Ja, das ist immer so ein bisschen, wo man dann auch so frustriert ist, ne? Aber das werdet ihr von Minecraft her kennen, denke ich mal, ne? So, dass ihr auch dann Sachen am liebsten nachbauen wollt und dann habt ihr halt nur so eine kleine Fläche. Weil eigentlich, wenn man so einen Maßstab so richtig 1 zu 1 umsetzen will, guck mal, dann ist ja das eigentlich als Werkstatt hier voll klein, ne? Jetzt müsst ihr ja die zehnfache Größe haben von dem Windrider und. Ja, sieht noch nicht ganz danach aus, also nicht wundern, Freunde. Das sieht noch nicht danach aus nach Windrider, aber kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. So, ein Block, zwei Block, drei Block, vier Block, dann ist das schon mal richtig. Hier vorne ist die Rundung, das stimmt. Jetzt machen wir hier die Rundung zu. Eins, zwei, drei. Das kann in der Mitte offen bleiben. Null Problem. Das geht weg. Das geht weg, das geht weg. So, da kommen jetzt gleich die Flügel hin. Die ziehen sich nämlich bis nach hinten. Hinten kann ich eigentlich auch schon wegnehmen, weil die Rundung, die bleibt ja. Da kann das hier zum Beispiel weg. So, das kann eigentlich auch weg. Das kann auch weg. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann können wir nämlich hier die Rundung auch schon mal machen. Das wäre nämlich hier und hier. Können wir theoretisch verstecken? Brauchen wir nicht unbedingt. Hier hinten den Plöpel, zeig mal, ist der grün? Ja, der ist auch grün. Der Plöpel kommt hier hin. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Nee, der kommt weg, Entschuldigung. Der muss weg. Das kommt der da nämlich hin. So, und dann machen wir hier nämlich dichter das ganze Ding. Hier, die können auch weg übrigens. Die sind auch nicht mehr erforderlich. Unten ist dann halt ein Hohlraum, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. So, eins und zwei. Und damit ist hier hinten zu. Und damit haben wir schon mal die Grundform von dem Windrider fertig.
So, und hier hinten, jetzt kommt hier das Flügelchen ran. Das muss noch ein bisschen. Oh, ich brauche mehr Orange. Ich brauche mehr Orange. Ich brauche mehr Orange. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hier so eine Teile zum Beispiel, die können wir. Ja, die könnte man jetzt hier vorne ranbauen. Ne? Der hat da vorne auch so eine. Hier, das könnte man hier zum Beispiel machen. Nee, du bist falsch. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. So. Naja, also so Stück für Stück kriegen wir hier schon irgendwie was zusammengeschustert. Ne? Jetzt müssen wir gleich mal die Düsen bauen. Aber da sehe ich, das reicht auch nicht. Das heißt, wir brauchen da noch mal gleich diese bisschen Grün. NATO-Grün. Und ganz viel Orange. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen Pflanzen sammeln gehen, dass wir da so mal Orange auftreiben. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo wir Orangen den Farbstoff herbekommen. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen gucken, wo wir dazu hinbekommen. Herbekommen, nicht hinbekommen, herbekommen. Ja, grüße ich mal wieder ein paar Leute, mal ein bisschen den V-Zappi, dann mal so ein bisschen den lieben Drachen, den Bogenkrieger, den Mario. Drachen hat schon gesagt, genau. Ja, ich habe gerade vorhin gesehen, ich habe vorhin erst gesehen, dass der liebe Bogenkrieger, der hat einen Kommentar verfasst. Ja, wieder unter einer der letzten Folgen. Da habe ich mich gefreut. So, ich würde sagen, wir können jetzt. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich es ganz gerne erstmal vorbauen wollen mit der Geschichte, mit dem. So, das geht so ein Stückchen von der Schnauze weg. Also, das heißt von hier. Das ist der Windrider. Das heißt, machen wir mal 2. 1, 2. Dass der hier frei bleibt. Eins, zwei. So, das soll eine Spitze ergeben. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass hier, wenn das drei sind, dann müsste das eigentlich. 1, 2, 3. Und dann hört es auch schon auf. Also hier wäre dann die Spitze. Ne? Würde ich so sagen. Würdet ihr das auch so sehen? Ich schätze mal schon, oder? 1, 2, 3. Und dann ist ja schon die Spitze. Ne? Das wäre ja schon hier. Ja. Naja, anders geht es ja nicht. Wie willst du es anders bauen? Weil ansonsten bist du ja schon beim Anker vorne. Also es kann ja nur hier vorne die Spitze sein. Also ballern wir hier erstmal ran, würde ich sagen. So, 1, 2, 3. Zeig mal, wie sieht es dann hier aus? Naja, gut, das müssen wir dann halt so machen. Anders geht es ja nicht. 1, 2, dann haben wir schon mal hier vorne. So, dann machen wir mal hier. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und hier hinten die 2 tauschen wir dann auch noch aus. So, 1, 2. Ja, dann müssen wir natürlich hier den irgendwie das so nach hinten noch ziehen, ne? Das wird jetzt nicht reichen. 1, 2 können wir vielleicht noch hier ransetzen. Und hier auch nochmal 1, 2. So, dann brauchen wir jetzt grün. Also wir brauchen jetzt einiges. Wir brauchen viel Orange, wir brauchen viel Grün. Und eine Leiter. Ich würde ganz gerne mal so nach oben gehen. Ich hole mir mal kurz eine Leiter, dann können wir da mal kurz in die. Einsteigen in den Windrider. Ich glaube, eine Leiter müsste ich sogar noch hier irgendwo haben. Oder haben wir die an der Dings gelassen, an der Monsterfalle, ne? Ich glaube, die sind an der Monsterfalle, aber ist nicht so schlimm. Dann baue ich mir jetzt mal schnell eine neue Leiter. Ich habe hier noch ein bisschen Stickies. So, dann machen wir es das noch dahin. Und dabei ist ja wirklich kein Orange mehr drin. Wir haben jetzt hier noch 26. Das müssen wir gleich mal gucken, ob das ausreicht. Ansonsten müssen wir wirklich mal ein bisschen so eine Spazierfahrt mal wieder machen, um mal ein bisschen rote und gelbe Blumen uns zu holen. So, wo machen wir den Einstieg? Also ich würde es mal sagen, hier so, ne, da wo die Zapfsäulen sind, da macht sich der Einstieg eigentlich wirklich gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das mit dem Einstieg machen, weil die Düsen. Hey, das wird jetzt auch nochmal schwierig mit dem Einstieg. Weil die Düsen, die gehen ja jetzt bis nach hinten, ne? Also das kommt, also das ist ja Düse, Düse. Warte mal kurz, hier vorne geht es in diese Biegung rein. Das heißt, hier ist auch noch Düse, 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 Düse.
Düse. Hier auch noch. Und hier hinten spitzt sich's dann wieder zu. Also das heißt, das hier müsste alles Düse sein noch. So müsste das eigentlich sein. Das bedeutet, hier ist, kann ich eigentlich gar nicht machen. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Block setzen. Also da bleibt da gar nichts anderes übrig. Also das kann ich jetzt ja nur so machen. Und natürlich habe ich auch jetzt keine Barriereblöcke, weil ansonsten hätte ich jetzt einen Barriereblock. Dann könnte ich das so machen, dass das Ding transparent ist und einfach die Leiter daran. Dann sieht das aus wie so eine Strickleiter. Aber anders geht's gar nicht. Aber gut, du kommst auch so rein. Ja. Wenn wir das hier so machen. Ne? So, das müssen wir natürlich auf der anderen Seite genauso bauen. Also wir müssen im Prinzip bis zu dem, ja, hier hinten, das bleibt ja dann offen. Ne? Und dann müsste man das eigentlich nur so dann darüber ziehen. Also wir können ja gerne hier so einen Hilfsblock setzen. Ja, das wäre dann, glaube ich, hier müsste das ja dann sein. 1, 2, 3, sind das jetzt 3? Und hier vorne dann halt ran, ne? So müsste das ja dann eigentlich sein. Genau. So, ja. Habe ich das jetzt eigentlich rübergezogen? Eigentlich ja, ne? Das habe ich jetzt rübergezogen, ja. Genau. So. Und das haben wir jetzt bis nach vorne gemacht. Also jetzt haben wir auch die hier, die beiden. Und anders geht es ja auch gar nicht. So. Ne, und das kann man. Theoretisch könnte es jetzt hier sogar noch auf dieses komische Waffending auf. Ich schätze mal, das ist ein Laser oder so wird das sein. So, ne? Und jetzt können wir hier hinten vielleicht noch so ein bisschen. Naja, oder ein bisschen mit Deko oder sowas, ein bisschen was machen, dass es vielleicht noch ein bisschen authentischer aussieht. Ja. Naja, gut. Also, wir brauchen auf jeden Fall neues Grün, um das fertig zu bauen. Und wir brauchen Orange. Das sind jetzt die Sachen, die jetzt erstmal wichtig sind. Ne? Also, das heißt, wir gehen jetzt gleich wieder runter, weil mit dem Grün ist mir das hier ein bisschen zu popelig. So, die Teile lasse ich einfach mal drin. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. Was meinst du, wie viel brauchen wir? Ein Stecken? Ja, ein Stecken müsste reichen. Dann nehmen wir jetzt ein Stecken mit. Und bleibt ein bisschen Grün übrig. Und dann haben wir das. Genau. So, jetzt habe ich ja mal ein bisschen Durst. Ich werde hier mal mir kurz mal ein bisschen Wasser gönnen. Es ist ja doch tatsächlich ein bisschen wärmer jetzt geworden, ne? Also da ich ja zeitgleich aufnehme, müsste das ja vielleicht jetzt auch bei euch so sein. Ist jetzt 30 Grad wieder. Also wir haben tatsächlich wieder richtig schönes Wetter. Also richtig cool. Ja, das ist auch schön. Deswegen schwitze ich jetzt gerade ein bisschen. Ich sitze hier auch mit dem T-Shirt. Das passt soweit. Übrigens, Verzeihung, dass die letzte Folge so abrupt am Ende war. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Und da war ich doch schon erschrocken, weil ich noch einen Termin hatte, beziehungsweise Mittagessen auf mich gewartet hat. Leckere Spaghetti. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und ich wollte natürlich pünktlich sie noch warm essen. Und deswegen habe ich dann doch ein bisschen schneller abgebrochen. Nicht, dass ihr euch da wundert, Nanu, was war denn da los? Musste der auf den Top oder was? Nee, nee, Freunde, das ist, war einfach nur so, oh, Mittagessen fertig, wunderbar. Ja, so, also eher so in diesem Bereich. Ja. Ja, was haben wir denn sonst noch so Neues und Schickes? Gibt es noch irgendwas Interessantes, was wir erzählen können? Ja, viel passiert ist jetzt eigentlich gar nicht so in den letzten Tagen. Also, mir ging es gut. Also, ja. Ja, ich habe jetzt mal meine Listen gemacht. Das sind ja jetzt doch einige Filme, sage ich mal, jetzt wieder mal so rausgekommen, die mich dann so halt interessieren. Ich habe die halt jetzt auf Moviepilot jetzt erstmal eingetragen, so in die Vormerkliste mit rein. Da ist zum Beispiel Krio, ist da so ein Film. Ja, ist ein FSK 16, also es hat irgendwas mit Einfrieren oder so zu tun. Und das Cover-Artwork hat mir halt ganz gut gefallen. Also das habe ich zum Beispiel jetzt so mal ein bisschen mir rausgesucht und rausgemerkt, ne? Dann hatte ich dann einmal Maneater Teil 2 von 2022, den kenne ich auch noch nicht. Anthropophagus hat mir ja sehr gut gefallen. Das ist ja auch einer so meiner Lieblinge, sage ich mal. Ja, so von den Filmen jetzt selber her, so aus den 80ern. Beide Teile, ich fand auch Absurd übrigens gut. Meine meisten finden ja nur Maneater gut. Also ich fand auch Absurd ganz gut, muss ich sagen. So als Giallo hat der auf jeden Fall funktioniert fürs italienische Horrorkino. Fand ich schon mal sehr, sehr schön. Und ja, der hat gesagt, so komm, den musst du dir auch mal rausschreiben. Und das habe ich dann halt gemacht.
Ja, dann ist irgendwas Geostorm oder so, der ist aus dem Jahr 2017. Den kannte ich bisher auch noch nicht. Der Trailer sah aber ganz gut aus, deswegen habe ich mir den auch mal vorgemerkt. Naja, und so habe ich halt meine Listen so abgearbeitet und habe das alles mal so ein bisschen jetzt bei MoviePilot mal in die Datenbank eingetragen. So dass, wenn jetzt der Winter kommt und ich mal wieder so ein bisschen, ja, Langeweile will ich ja nicht sagen, aber so angenommen, ich habe mal so ein bisschen, ja, Zeit und Luft und mal so ein bisschen Bock mal wieder.